JFT Just Fair and Direct. So, einen wunderschönen guten Abend hier zum Fett-Event heute. Wir haben mittlerweile endlich, muss man sagen, an den 18. September 2024 ein Event, worauf wir lange hingefiebert haben, sozusagen. Gar nicht mal viel mehr auf dieses Webinar, sondern auf das Event, was da von der Fett heute kommt, und zwar die Zinsentscheidung. Es steht ja wirklich in den Sternen, muss man ja offen und ehrlich sagen, ob da jetzt zwei Zinsschritte nach unten kommen oder gar nur einer. Ich muss ganz klar sagen, ich bin auf der Seite des alleinigen Zinsschrittes, also ein Zinsschritt, aber wie wir gleich nochmal sehen werden, sind da doch schon mehr Teilnehmer oder Marktteilnehmer mittlerweile mit dem Gedanken, zwei Zinsschritte könnten da kommen. Und mal gucken, was da kommt. Auf jeden Fall verspricht das Ganze heute doch meines Erachtens nach ordentlich Bewegung. Wir werden das Ganze so ein bisschen auswerten. Wir werden zusammen mit dem Dirk Hilger hier heute online sein, der Protagonist des Dairy Traders. Auch darum geht es heute so ein bisschen. Er wird den natürlich auch zeigen und damit vielleicht auch, wenn es passt, den einen oder anderen Trade platzieren. Ihr seht jetzt hier, Moment, ich muss groß machen, den Risikohinweis. Moment, den zoome ich ja auch noch mal ein Stück ran. Wie geht das jetzt hier? Hier unten, glaube ich, ne? Da, so. Also, lest euch diesen bitte durch, achte bitte grundsätzlich darauf, dass er natürlich mit Stops arbeitet, dass er die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass er all das, was wir hier sagen, an Setups formulieren, gegebenenfalls vor Traden definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen, wenn ihr weitere Fragen zu Trading oder aber auch natürlich zu Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Und seht es mir nach, wenn vielleicht mein Ton heute nicht ganz so gut ist. Ich bin ja im Urlaub auf Mallorca aktuell und gehe jetzt von hier aus online. Der liebe Dirk sitzt im Büro. Er hat da, denke ich, ein bisschen bessere Technik heute als ich. Schauen wir mal ganz kurz auf das, was für den heutigen Tag jetzt so der wichtigste Punkt ist. Und zwar, wir hatten heute Morgen, ich hatte ja extra heute Morgen auch schon mal so ein DAX Long oder Short noch gemacht. Und bis dato ist jetzt da ja auch nicht so sonderlich viel passiert. Wir schauen mal ganz kurz drauf. Ich resette das jetzt hier an der Stelle nochmal. Das FedWatch-Tool, wie viel jetzt aktuell kurz vor der Zinsentscheidung jetzt wirklich davon ausgehen, dass zwei Zinsschritte kommen können. Mal gucken, wenn er das jetzt hier hochlädt. Dauert kurz. Ich hoffe, das ist zu verstehen, wenn ich gehe mal ins Fragefeld. Ich habe jetzt alles auf einem Bildschirm heute. Ton ist gut, schreibt Luzi an der Stelle. Das passt ja schon mal. So, lädt er jetzt hier hoch. Das ist schon hochgeladen. Irgendwo. Nee, noch nicht so richtig, ne? Oh, warte mal noch ganz kurz, da kommt's. So, 57 zu 43. Also wir hatten zwischendurch mal so 50-50. Dann hatten wir heute Morgen, glaube ich, noch so 60-40. Jetzt ist es wieder auf 57-43 runtergegangen. Also es ist auch völlig egal, ob da jetzt 60-40 steht, 50-50. Es ist auf jeden Fall so, dass es keine eindeutige Annahme gibt. Und das ist der Punkt, ne, egal was kommt, ob ein oder zwei Zinssenkungen, den Markt wird es durcheinander wirbeln, weil diejenigen, die dann schief liegen, die müssen entsprechend Positionen anpassen. Und dann liegt es natürlich noch daran, wir werden die Dotplots bekommen heute. Das werde ich dann von meiner Seite nachher mal reinhalten und euch auch nochmal kurz erklären, was das dann ist und was man daraus so ein bisschen erlesen kann. Nicht nur für heute, sondern dann eben auch für die nächsten Tage, wenn nicht sogar Wochen und Monate. Und da werden wir dann auch nochmal mit raufschauen. Die kommen nur viermal im Jahr und immer, quasi immer jedes zweite Fett-Event. Wir haben in Summe am Ende 8 solcher Events, wo die Fed offiziell über ihre Zinsen entscheidet im Jahr. Und 4 davon gibt es so eine Economic Projections, also so eine ökonomische Aussicht nach vorne, was die so annehmen, wie sich so das Bruttoinlandsprodukt, die Arbeitslosigkeit und so weiter entwickelt. Da werden wir nachher mal drauf schauen. Auch das ist wichtig, vor allem die Veränderungen, wie sie dann zu den letzten Datenpunkten, die wir dort bekommen haben, jetzt quasi sich verändert haben in den Gedanken. Ja, wir hatten ja zwischendurch immer mal so die Punkte, so Rezessionsängste und sowas alles. Und ja, das werden wir im Laufe der Session alles besprechen. Mein lieber Dirk, ich grüße dich an der Stelle und will dich natürlich auch hier mit hinzunehmen. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. So, jetzt darf ich dann auch mal. Entschuldigung. Nein, alles gut. Das mit dem Start, ich habe nur gerade gedacht, das haben wir, glaube ich, irgendwie nicht so wirklich abgesprochen. Weil ich war hier die ganze Zeit schon im Bild zu sehen und habe den Fisch gegeben und du hast währenddessen geredet. Ich habe dann irgendwann auf deinen Bildschirm umgeschaltet. Aber alles gut. So, so ist das halt. Ne? Wir sind ja auch beide mal irgendwie ein bisschen schnell unterwegs und daher alles fein. Also von meiner Seite natürlich auch ein großes Hallo in die Runde und auch natürlich nach GoToWebinar, aber eben auch hier zu YouTube und wie ich ja auch schon
gesagt habe, wird das Ganze ja eher so sein, der Markus wird den fundamentalen Teil übernehmen und ich versuche das halt irgendwie in irgendeinen Trade umzuwandeln beziehungsweise zu nutzen und wir werden halt mal gucken, wie wir da halt zu Rande kommen. Also insgesamt, wie der Markus ja auch gerade schon gesagt hat, ne, so das ist eher generell, man weiß nicht so genau, was kommen wird, entweder kommen 0,25 oder es kommen 0,5 oder es kommt gar nichts. Ne? Man weiß es ja im Endeffekt nicht, das ist ja halt irgendwie auch schon so lange in aller Munde, dass jetzt eben der Zinsschritt kommen wird und wir sind sehr gespannt, also was das halt eben werden wird. Und ich habe auch schon vorher gesagt, ich gehe halt generell davon aus, oder dass die Märkte werden sich bewegen, davon kann man natürlich ausgehen, aber halt die Heftigkeit wird dann eher daran gemessen, wie unerwartet das Ergebnis ist. Oder wie siehst du das, Markus? Genau, naja, es ist ja, also ich sag mal, kein ist recht unwahrscheinlich, dass kein Zinsschritt kommt, denn sie müssen schon so langsam mal dann eben auch anfangen. Also das wäre schon ein ordentliches Stück, wenn da nichts käme. Davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Aber richtig, also klar, wie ich ja eben schon sagte, die Annahme des Marktes ist fast 50-50 und von daher hatten wir jetzt die letzten Male ja immer eine recht eindeutige Annahme. Da war es dann immer fast zu 100% so die Minuten vorher, dass im Prinzip nichts kam, ja, so war es ja die letzten Male und jetzt haben wir halt diese Zinswende-Situation und von daher denke ich, wird da auf jeden Fall ein bisschen was passieren heute und auch vorher, ne, ist es dann relativ ruhig meistens, die fangen an, die Spreads auseinander zu gehen und ja, das ist ja so das übliche Prozedere, ich muss mir das mal ganz kurz hier euch mal so ein bisschen noch zurechtlegen und ja, da schauen wir mal jetzt dann drauf, wir haben noch und mit einem Bildschirm ist das immer gar nicht so einfach. Noch 4 Minuten jetzt. Du hast den Dow Jones jetzt vielleicht von deiner Seite. Welche Märkte sind jetzt so deine präferierten Märkte vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht so kennen? Wir werden nachher zu dem Tool auch ein bisschen was sagen, dem Steroid Trader, aber erstmal zum Markt. Dirk, Dow Jones ist so dein Lieblingsvehikel. Also ich bin ja generell immer eher so halt im Dow unterwegs, ne? Also den traden ja eigentlich gar nicht so viel. Also ich lasse mir immer sagen, irgendwie so die Großen und die Guten, die machen eher den S&P 500 oder halt eben auch Nasdaq. Aber natürlich der Dow ist halt so das direkte Opfer. So halt, oder ich erwarte, dass wir dort jetzt einfach die höchste Volatilität eben auch haben werden. Ne? Und ich bin halt auch immer ein Freund davon, eher aufs Bild zu gucken. Und meine Devise ist ja immer der News, egal welche, vervollständigen das Bild und nicht mehr und nicht weniger. Und was ich halt einfach sehe, auch irgendwie schon seit gestern hier im Bild, ist, dass wir halt einfach so, klar, wir kleben irgendwo unterm ATH, sind da oben abgewiesen worden, haben aktuell so eine bisschen Abwärtstendenz. Also wenn die vervollständigt wird, dann gehen wir erstmal runter. Aber auf der anderen Seite, ich würde da, glaube ich, jetzt erstmal abwarten, was die erste Reaktion ist. Und dann halt, wenn es nach oben ist, dagegen halten wahrscheinlich und dann auf der Unterseite dann mitgehen. Das wäre jetzt so mein Ansatz, rein vom Bild her. Mal gucken, ob das dann halt eben so aufgeht. Ne? Aber generell, ja, der Dow. Ne? Sonst habe ich jetzt hier auch nichts vorbereitet und ist ja generell auch so ein bisschen mein Steckenpferd bei den Markteröffnungen und so weiter, beziehungsweise in unseren gemeinsamen Streams. Bisher haben wir das jetzt ja irgendwie dann auch hinbekommen, wir zwei. Ne? Auch wenn wir da nicht immer einer Meinung sind. Aber das ist ja auch das Schöne eigentlich daran. Ne? Das hat zwei Stühle, nicht eine Meinung. Wie wir nehmen, ja, zwei genau. Stühle, nicht eine Meinung. Ja. Nein, aber alles gut. So soll es ja auch sein. Wie gesagt, wir werden heute von meiner Seite da so ein bisschen draufschauen. Ich werde ja auch gerne noch ein paar Sachen erklären, was so diesen fundamentalen Part jetzt betrifft, was jetzt auch vor allem dieser Schritt jetzt für die Zukunft bedeutet. Eben gerade, du hast es gerade angesprochen, die Märkte stehen auf All-Time-High-Niveau, mehr oder weniger. Ich schaue mal gerade drauf kurz. Ich habe jetzt gar nicht die letzten Minuten drauf geschaut, was der DAX dann final heute dann gemacht hat. Ja, also er ist nicht mal weder oben noch unten in einen meiner Bereiche reingekommen, allerdings kommt jetzt gerade in den oberen Bereich. Wer sich heute Morgen DAX Long oder Short vielleicht angehört hat, die Bereiche, die ich heute Morgen nannte, die sind jetzt natürlich erstmal nicht mehr so wichtig. Ja, das vielleicht nur erstmal ganz kurz vorab, da jetzt natürlich mit viel mehr Bewegung auch im DAX zu rechnen ist. Also nicht nur die US-Märkte, sondern der DAX hat ja quasi der Future auch immer noch offen, der Kassa, also der Xetra DAX nicht mehr, aber der Future und somit bewegt sich natürlich der CFD dann am Ende auch durch die Gegend und ja, da werden wir dann eben auch mal drauf gehen. Also wir haben jetzt noch eine Minute so in etwa, ne? Ich werde nebenbei dann mal schauen, was da so dann eben kommt, ob ein oder zwei. Ich tippe auf eine, 55 Sekunden haben wir noch. Ich habe jetzt kein Bild vom Chart, das kannst du gerne kommentieren, das sehen die Leute ja auch. Ich habe jetzt hier so ein bisschen. Ich habe den DAX aufgemacht für dich, ja.
ja, meine Wirtschaftskennzahlen vor mir warte jetzt dann, dass ich euch dann schnellstmöglich sagen kann, ob ein oder zwei Zinsschritte. Und Dirk, du kannst ruhig deinen Daumen machen, also du brauchst jetzt den DAX. Ja, ja. Nee, ich habe das hier nur aufgegriffen. Das passt tatsächlich, was du gesagt hast, genau zu meiner Einschätzung genauso. Ne? Ich hatte nur eine kleine Bewegung für heute auch irgendwie so ein bisschen vorgegeben, ja. Aber vermutet halt generell so, wir versuchen noch mal oben, kommen aber nicht weiter und werden uns wohl hier in der Mitte einpendeln, hat er gemacht. Und das heißt natürlich auch, das ist eigentlich jetzt durch und alles, was jetzt kommt, hat mit dem Forecast, den ich halt gestern besprochen habe, genau wie bei dir, Markus, ja dann eben auch nichts mehr mit dem zu tun, was eben jetzt passieren wird. Jetzt werden die Karten neu gemischt und ich bin gespannt, wie das Ganze dann eben auch gleich aussieht. 2 Sekunden, 1 Sekunde und Feuer frei. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Marktmäßig, doch, jetzt kommen die Bewegungen ein bisschen rein. Noch nicht so viel. So, also ich mache mal ganz. Okay. Ja, nochmal oben anklopfen. Hat hier kurz ein bisschen gestockt bei mir, aber insgesamt ist das soweit erstmal okay. So, ich habe ja gesagt, ne, wenn wir eben rauflaufen sollten, würde ich auf der Oberseite versuchen, dagegen zu halten, ne, über dem ATH. Wenn das mit der Extension da oben passt, beziehungsweise wenn wir dort... Eine Zinssenkung. Okay. Also 0,25. Ja, es ist schon irgendwie passiert auf jeden Fall ein bisschen was, ne? Warte mal. Eine habe ich hier deutsch geguckt, 2 sind es, ne? Ne, 2 sogar. Ja. 2 sind gekommen. Ja das lässt gekommen. Sich jetzt ja da... 2, okay, das lässt sich natürlich auch wieder in alle Richtungen dann ja logischerweise interpretieren. Ne? Einerseits ist es so eine Bestätigung dessen, dass der Markt halt eine Spritze braucht und auf der anderen Seite ist jetzt Geld da. Ne? Und das ist jetzt immer die Frage, was wird das Ganze dann werden? Also der erste Impuls sowieso immer relativ überschaubar wichtig, finde ich. Der Punkt ist jetzt natürlich, jetzt müssen all diejenigen, die sich dachten, es kommt nur eine Zinssenkung, die müssen natürlich jetzt agieren und das heißt rein in die Aktien. Und Dollar, der müsste äußerst schwach sein. Der sollte jetzt quasi durch die Decke gehen, nach oben ebenfalls, weil einfach jetzt wirklich ordentlich was umgepreist werden muss. Also diese ganze Thematik heißt jetzt erstmal rein für heute, ist das natürlich erstmal ein Grundtenor long. Und jetzt schauen wir gleich mal in die Dot-Plots rein, welche dann nochmal ein paar Punkte zu sagen, was das jetzt dann quasi so ein bisschen, was da drin steht. Ne? Und dann haben wir die Pressekonferenz natürlich später ja auch nochmal. Ne? Also ja. 2, nicht schlecht. Das hätte ja, genau an die 42 ist er hier irgendwie geklopft, hat er irgendwie mal angeklopft, eine kurze Runde der DAO. Aber schon sehr genau. Mal gucken, ob das jetzt so bestehen bleibt. Also wir sind auch hier oben genau über der Extension drüber. Das heißt, ich würde mal versuchen, hier eine Position aufzumachen in die Gegenrichtung mit einem relativ großen Stop natürlich. Und mal gucken, ob wir diesen Impuls dann auch jetzt wieder hier wegkriegen. Also, oder ob das jetzt halt eben, also bitte nicht nachmachen, ne? Das ist wohl irgendwie klar. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin, bis wir hier irgendwie so ein bisschen mehr gesettelt sind bei JFD, vorab erstmal im Demokonto hier unterwegs. Es ist kein Live-Konto. Und auch wenn es für mich natürlich total unüblich ist, aber deswegen ist es natürlich, lässt es mich halt auch völlig kalt. Aber trotzdem würde ich das jetzt nicht anders machen wie mit einem Live-Konto auch, ja, aber nur um das halt nicht um es zu rechtfertigen, aber um es zu erklären. Bitte nicht einfach blind nachmachen, ja. So, aber ich bin der Meinung halt, also generell vom Bild her, weshalb ich das mache, jetzt nicht irgendwie, ich setze mich da jetzt nicht irgendwie gedanklich hin und überlege mir, der macht das jetzt so und so, weil, sondern was ich halt hier sehe, ist halt einfach, ich versuche das, was ich eben gesagt habe, ja dann auch so ein bisschen hier zu untermauern, nämlich wir haben halt hier einen Short-Kontext sozusagen und der halt in der Regel nicht so ohne weiteres aufgelöst wird nach oben und deswegen ab hier diesem Bereich, diesem typischen Extension-Bereich, gehe ich davon aus, dass wir zumindest nochmal irgendwie zurückfallen hier auf die Oberkante etwa bei der 740. Ne? Die hätte ich jetzt natürlich auch da oben ein bisschen genauer nehmen können, das ist irgendwie schon klar. Aber so habe ich zumindest so ein bisschen, in Anführungszeichen, Bestätigung dafür, dass das funktionieren könnte. Wir sind jetzt hier abgewiesen worden. Ich würde es einfach nur tatsächlich versuchen, die Minute nach unten zu handeln. So, ich habe auch hier jetzt Luft natürlich von der Margin. Ne? Das wäre jetzt auch, wenn ich das sage ich ja halt immer im Live-Konto mache. Es kommt immer darauf an, wie man da halt eben rangeht, wenn man mit mehreren Positionen, mit mehreren Entries rechnet. Dann bin ich ein Freund von großen Stop und kleinen Positionen und würde die dann halt eben nach und nach dann halt eben reingeben, um mich da halt eben einzuskalieren. So, der Bereich hier unten, das ist so in etwa das Segment, nochmal genau gucken, ne? Also 740. Da würde ich jetzt eigentlich mal erwarten, dass wir dort als erstes nochmal irgendwie hin zurücklaufen. Und sofern der Markt ein bisschen
kräftiger unterwegs ist, von den Bewegungen das jetzt so beibehält, dann eben halt hier auch einfach mal mit einem Trail rein, mit einem Tick-Trail. Also das heißt, der macht halt einen Average, der TA 12 auf 12 Ticks baut er dann quasi einen Average und hängt sich da im Abstand von 10 Punkten hinten dran. So, mal gucken, ob wir das jetzt kriegen. Bis jetzt sieht es ja nicht so falsch aus. Irgendwie mit 100 Punkten die Position vorne. Und könnte man natürlich ja sagen, gut, gehe ich raus, aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass wir hier jetzt nochmal irgendwie so einen Schub kriegen. So, ich würde den aber trotzdem mal absichern, um jetzt hier nicht auch irgendwie zu siegessicher zu sein, weil ob es dann am Ende kommt oder nicht, weiß ich ja logischerweise nicht. So, was ist ein interessantes Bereich, Markus? Ich will mal ganz kurz, vielleicht hörst du mich? Ja. Ganz kurz zu diesen zu den Economic Projections was sagen. Also der Kernpunkt, der mir jetzt hier sofort erstmal ins Auge fällt, ist, im Juni hat die Fed noch vorhergesagt, dass sie im aktuellen Jahr in etwa auf 5,1 von den Zinsen runtergehen werden. 4,4 steht da jetzt auf der Uhr. Wir sind jetzt auf 5 runter und wir haben jetzt quasi noch mehr als theoretisch 2 Zinsschritte übrig für dieses Jahr. Das ist schon eine ganze Batterie. Also wirklich äußerst positiv für die Aktienmärkte und äußerst schwach für den Dollar. Nicht nur für heute, sondern eben auch, wenn man das jetzt erstmal nur wertet, das, was ich gerade genannt habe, entsprechend auch für die nächsten Tage oder eben auch Wochen. Das ist so ein Punkt, der dann eben auf jeden Fall erstmal mitschwillt, weil wenn die jetzt auf 4,4 noch für dieses Jahr planen, runterzugehen, dann ist das eine ganze Batterie. Also dann müssen die vielleicht sogar nochmal 2-mal senken in den nächsten Events, weil sonst würden sie gar nicht auf 4,4 kommen. Ja, kann natürlich nur sein, dass trotzdem nur 2 kommen, aber es kann sein, dass sogar noch 3 Zinsschritte dieses Jahr kommen. Also das ist schon ein ordentliches Stück. Ja, und ich habe jetzt im S&P auch mal, ich gucke mal, wo ich da auf der Long-Seite reinkomme. Ein Stück tiefer würde ich ihn ganz gerne sehen wollen, dann bin ich gleich ein Alarm los. Ja, okay. Ja, ne, klar, das ist natürlich für, ich sag mal, wenn man halt natürlich so ein bisschen mehr Richtung halt haben will, nicht nur ein Impuls, ist wahrscheinlich long, auch von der Überlegung her schon die richtigere Richtung, ne? Das ist halt klar. Aber oft ist es eben so, ich meine, was wir jetzt halt hier sehen, da oben ist die Liquidität jetzt erstmal wie üblich halt, ne, so ein bisschen ausgegangen und das versuche ich halt hier irgendwie mitzunehmen, mit ein paar Punkten in die Gegenrichtung, aber generell bin ich bei dir, ne? Wenn der es halt irgendwie schafft, sich hier oben zu etablieren, wäre da unten natürlich irgendwo, wo auch immer, in der Regel dann halt in der Nähe vom Point of Control, den ich jetzt auch hier drin habe, hier mit dem VBOC Add-on, der auch der Point of Control aus dem Future ist, aber da sind wir natürlich jetzt noch weit davon entfernt, ne? So, ich bin jetzt hier erstmal raus, irgendwie mit 50 Punkten hätte ich natürlich auch besser nehmen können, ist schon klar, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier einfach an der 800 reagieren, sondern dass wir schon ein bisschen tiefer kommen. Das heißt aber möglicherweise gibt es dann eben aber auch gleich nochmal irgendwie einen zweiten, den man halt hier mitnehmen kann und da kommen so die typischen Kandidaten, glaube ich, oder würde ich mal tippen, ins Spiel, typisch im Dow ist tatsächlich immer unter der 1000er Marke, die 930, die finde ich immer irgendwie total super. Und was er natürlich auch total super findet, ist mich jetzt hier einfach rauszunehmen und dann vielleicht abzurauschen, das kann natürlich auch passieren, das ist halt klar. Und das wäre ja halt eben so das normale Prozedere, aber erstmal stehen wir jetzt hier so auf der Stelle fest, aber das war hier schon ein bisschen sehr genau, ne, was er jetzt da gemacht hat. Aber okay, ich wollte nicht unbedingt warten, bis wir ein neues Hoch da oben kriegen, weil das eigentlich auch eher typisch ist. So what, ne? Aber erstmal ist es okay. So, das ist wirklich, ja, okay, gut. Damit muss man halt leben, ne? Gut, aber so ist es halt, ne? Ich sag mal, wie gesagt, wenn ich jetzt hier long sage, ist jetzt auch nichts, dass man jetzt blind hier irgendwo long reingeht. Ja, so, guck dir das an, ne? Makroökonomisch. Ja, genau das. Ja, genau da wollte ich ja hin, ne? Also genau die 100 Punkte, okay, gut. War vielleicht dann halt irgendwie der Stop vielleicht ein bisschen zu geizig gewählt, ne? Aber okay. Aber es ist natürlich jetzt genau das Segment, das sieht man jetzt ja hier auch, ne? Da wollte ich hin, hier nochmal an den oberen Bereich von dem Kontext, den er hier geschaffen hat, womit ja dann auch tatsächlich wieder erstmal irgendwie dann auch bestätigt ist, so hey, ne, egal welche News kommen, der Markt macht nichts anderes, er macht einfach das Bild voll. Und das sieht man einfach so oft, so brutal oft. Und das haben wir jetzt hier gerade nochmal. Ich habe mal vorsichtig einen Long jetzt reingepackt in den S&P. Aber der ist halt jetzt auch recht sprunghaft. Ne? Muss auch hier jetzt mit 7 Punkten, wir wollen mal kurz gucken. Also ich bin jetzt rein bei S&P 500 bei 53, 72, Stop auf 45. Also schon relativ tief. Und mal gucken, ich würde den mal versuchen, irgendwie nochmal in Richtung der Hochs zumindest irgendwie zu ziehen. Mal schauen.
Das zeige ich dann auch gleich nochmal. Ja, klar, sicher. Ich kann hier dein Bild auch mit übertragen. Das habe ich vorhin auch gemacht und das sollte eigentlich auch ein zweites Mal funktionieren. Du musst mir nur dann Bescheid sagen, wenn ich dein Bild zeigen sollte. Ja, ja, also hier bei. Ja, mach mal. Bitte? Mach du mal, erzähl doch, mach ruhig. Ja. Achso, nee, ich wollte jetzt hier auch nur Kommentare aufgreifen. Ne? Also hier schreibt zum Beispiel Love the Tube, hätte mit mehr Wahnsinn gerechnet. Ja, so wenig ist das nicht. Ne? Also bei, wir haben ja eigentlich bei Zinssatzentscheid nicht unbedingt die Bewegung, die wir zum Beispiel irgendwie bei Inflationsdaten haben oder auch zu den NFPs. Also ich finde das schon beeindruckend. Ne? Ich meine, der Markt ist hier immerhin, darf man nicht unterschätzen, 400 Punkte in einer Minute beziehungsweise in anderthalb Minuten raufgelaufen. Das ist schon ordentlich. Ne? Also ich habe das Bild hier natürlich auch irgendwie ziemlich eng skaliert, so dass man auch die ganze Bewegung eben sehen kann. Das ist schon recht heftig. Ne? Hier unten jeder schwarze Strich ist eine 100er Marke und das war jetzt nicht so wenig, fand ich. Ne? So, ich finde genau, natürlich... Das war, ja. Bitte? Ich sage, das ist schon eine ordentliche Bewegung, also wenig ist ja, das ja. Jetzt nicht. Ja, ja. Ja, und Trader Journey meint, typisch wäre eine Bewegung zur News-Eröffnung, ne, hier unten hin. Das ist, ja, also wäre jetzt nicht ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Ne? Und auch generell, also ich eher drunter, ne, also der Point of Control, das heißt dort, wo wir heute das meiste Volumen eben auch hatten, liegt ja noch tiefer. Ne? Das ist nur vielleicht ein bisschen viel für einen Rutsch, um das jetzt hier irgendwie zu machen. Also wenn man die Fibos mal irgendwie dazu packt, sehen wir auch, wo wir da gerade jetzt halt zum Beispiel stehen, jetzt hier gerade in der Hälfte von heute, klemmt das sich jetzt so ein bisschen fest. Und könnte natürlich schon sein, ne, wenn wir hier drunter kommen, dass wir eben dann auch direkt fallen. Generell ist das schon der Punkt, wo ich auch gerne hin möchte. Also wie gesagt, tiefer. Unten tiefer nochmal ansetzen, am liebsten sogar ins Value Area Low bei der 41.500 und dann halt eben nochmal raufziehen. Das finde ich natürlich noch viel spannender. Und aber jetzt haben wir erstmal die ersten 10 Minuten voll. Wobei ich ärgere mich ehrlich gesagt schon, ne? Also über den Trade, wie der hier rausgegangen ist, das war schon so ein bisschen, ne, mies da oben irgendwie. Ne? Also genau in dem, wirklich auf den Tick da oben quasi rausgeholt. Das ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Ne? Naja, okay. Gut, besser als irgendwie daneben liegen, ne? Bitte? Wir können ja mal kurz bei mir raufgucken. Mal gucken, nicht, dass der jetzt gleich ausgestopft wird. Sehr gerne. So, jetzt sind wir hier im S&P. Also ich hatte jetzt gerade mal, ich hatte mir das zurechtgelegt. Also dieser Punkt, jetzt, dass der auch gerne nochmal ins Ausgangsniveau zurückläuft, völlig richtig. Der kann auch sogar noch, auch wenn ich sage long, der kann auch viel tiefer heute, ne? Jetzt sind wir gerade ausgestoppt, habt ihr gesehen, ne? Der Punkt ist jetzt, also die makroökonomische Lage ist eigentlich äußerst long. Das Problem ist, dass ja die Großen, du hast ja gesagt, oben wurde jetzt die Liquidität gefischt. Ne? Die müssen jetzt natürlich erstmal sehen, wo sie die Liquidität für long bekommen. Also das heißt jetzt nicht, wie gesagt, dass es nur noch long geht. Ich würde zwar jetzt schon auch nochmal gucken, dass ich irgendwo die Long-Seite kriege, aber es kann auch durchaus sein, dass der erst nochmal viel tiefer Luft holt, ne? Ohne Zweifel. Ich gehe mal kurz auf den Euro rauf. So, der ist sogar nach oben. Den würde ich ganz gerne eigentlich jetzt hier an der Stelle, also ja, schon logisch nach oben, aber ich würde den jetzt auch mal gucken, ob man den vielleicht nochmal kriegt. Also hier im Euro, ich muss nur meine Webinar-Software hier mal wegziehen. Schaut mal, hier haben wir jetzt natürlich so einen ganz schönen Bereich, also da wird es wirklich spannend. Den kann man sich mal markieren. Bitte mal, schaut mal die Zone hier runter. Die hat sich in den letzten Tagen aufgebaut. Das war Montag, dann haben wir die Tiefs hier nochmal Dienstag und heute auch nochmal in diesem Bereich. Also hier unten liegt extrem viel Liquidität und der müsste eigentlich rein von der makroökonomischen Logik ja auch Richtung Norden gehen. Und dass der jetzt hier irgendwann mal reintippt, mal gucken, hier könnte man mal schauen, ob man da vielleicht irgendwie auch was Richtung Norden kriegt. Ne? Wäre jetzt noch ein Gedanke, der jetzt so kommt, wenn der da vielleicht mal runtertippt. Da kannst du jetzt hier nochmal gucken, da kommt ich auch schon fast bis jetzt wohl zurück. Also, der war jetzt in der Ausgangslage unten drin, hier würde ich nochmal gucken, ob man den jetzt gleich nochmal trifft. Ja. Dirk, hast du noch was? Wir sind jetzt in der Ausgangslage. Ich würde auf deinen Bildschirm erstmal wieder zurückschalten. Und so. Ja, ich fürchte, wir haben gerade irgendwie beide gleichzeitig irgendwie Tonstress. Also bei dir ging gerade irgendwie so ein bisschen der Punk ab und bei mir leider auch. Also hier geht irgendwie gerade ein Flugzeug drüber und von daher... Das war natürlich etwas störend, aber da können wir natürlich... Also bei mir war es der Rechner, der Lüfter vom Rechner wahrscheinlich war das gerade. Der ist jetzt wieder ruhig. Sorry. Ja, also generell, ne, ich meine, die Bewegung macht ja hier wirklich gerade irgendwie fertig, jetzt hier auf der Unterseite irgendwie zu shorten,
Ist natürlich ein bisschen risky, ne? Also gerade bei der Wohler, die wir hier haben. Ich würde eher versuchen, dass man hier oben nochmal irgendwie reinkommt in den Rücklauf und dann tatsächlich irgendwie nochmal versuchen, darunter zu shorten und dass wir eben halt hier Richtung Point of Control kommt, ne? Du vertrittst ja generell auch die gleiche Sichtweise. Du sagst, okay, der Markt wird sich irgendwo die Liquidität suchen müssen, ne? Und der naheliegendste Punkt ist natürlich immer der Point of Control. Dort wurde einfach heute jetzt am meisten gehandelt, hier unten in dem Bereich. Und von daher macht es natürlich Sinn, dass wir dort eben dann auch mal anklopfen, eine Runde. Ne? Und von daher kann man das irgendwie schon, glaube ich, mal irgendwie versuchen, dort nochmal irgendwie runterzukommen. Aber vielleicht dann halt das Risiko dann auch so ein bisschen im Zaum halten. Ne? Mal gucken, ich warte jetzt mal hier noch auf so einen Spike, mal sehen, ob wir den noch kriegen. Vielleicht hier einfach ganz simpel am SMA 20 im M1. Aktuell drückt es sich jetzt so ein bisschen nach oben weg, wieder mit dem Schluss von dem M15. Mal gucken, ob er das wirklich so hinbekommt oder ob wir nicht doch unten nochmal Luft holen. Und auf der Unterseite würde ich es halt genau umgekehrt machen. Ne? Ich würde also hier ab dem Point of Control tatsächlich dann versuchen, irgendwie auch eine Long-Position mir da einzufangen. So, hier muss ich mal gucken. Limit Pullback steht auf 5 Punkten. Das ist eigentlich, ja, okay. Sollte eigentlich passen. Zumindest mal für ein paar Punkte irgendwie runter. Aber die Wohler ist schon recht heftig. Ne? Man sieht das jetzt hier nicht so, ne? Weil es halt einfach nicht normal skaliert ist. Normal skaliert wäre ja dann eher halt so, ne? Also 100 Punkte irgendwie in so einem Abstand oder sogar noch mehr. Und das knattert schon irgendwie recht ordentlich, ne? Also jetzt versuche ich mich halt hier mal irgendwie kurz einzukaufen. Ob es eine gute Idee ist, wir werden es gleich wissen, ne? Aber auch hier nur für einen Scalp, einfach um die Tendenz, wenn möglich, wenn sie denn kommt, eben so ein bisschen nach unten halt mitzukriegen. Aber der drückt gerade schon irgendwie auch wieder relativ deutlich auf der Oberseite. Gucken, was er jetzt vorhat. Ne? Wenn es blöd läuft, dann macht er das halt nicht mehr. Hier jetzt auch wieder, ne, der Punkt, wo er vorhin halt eben stillgestanden ist, bei den 50% dann eben. Und den sollte er natürlich jetzt nicht ohne weiteres kaufen. Ne? Das heißt also, wenn man hier jetzt irgendwie mal sowas mit einer Position macht, dann würde ich da oben drüber, würde ich dann auch langsam irgendwann mal die Reißleine ziehen. Und aber auch das, ne, sieht man ja hier bei der Wohler, das sind 50 Punkte Stop, das ist natürlich schon. Irgendwie mit normalen Taghandel würde man das jetzt nicht unbedingt machen mit einer Scalping-Position. Ne? Da hätte man ja dann eher, keine Ahnung, 15, 20 Punkte oder so für eine kleine Reaktion. Aber hier muss ich mich ja logischerweise an die ATR auch anpassen, um dann nicht über den Haufen gefahren zu werden mit der ersten Zuckung. Das ist halt auch klar. Ne? Schauen wir mal, was passiert. Und dann würde ich mal zwei Grafiken reinhalten, weil der Lutz schreibt, es waren jetzt nicht 0,5 für einen gepreist. Das war eben nicht ganz so. Ne? Sondern wir hatten ja extra auf dieses Fedwatch-Tool geschaut. Ne? Und das ist ja im Prinzip immer so ein bisschen das, was die Marktteilnehmer wirklich eingepreist haben. Und da war es ja eben nicht ganz 60% waren im Prinzip eingepreist. Und das, die jetzt das eingepreist hatten, bei denen passiert jetzt sicherlich vielleicht nicht viel, aber die 40%, die es nicht eingepreist haben, die werden jetzt, denke ich, schon ordentlich nochmal Gas geben. Ne? Oder müssen jetzt umpreisen. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Das ist eigentlich, es gibt noch einen viel wichtigeren Punkt, der jetzt quasi eine Rolle spielt, was ich ja eben schon mal ganz kurz erwähnt habe, ne, für den heutigen Tag. So, Ja, hier haben wir jetzt tatsächlich, ne, genau den Punkt, also wo er vorhin halt auch schon mal irgendwie so ein bisschen Volumen eingefangen hat. Da versucht er, das meine ich ja gerade, ne? Wenn er da jetzt irgendwie drüber kommt, sollte man oben vielleicht nicht mehr unbedingt allzu weit dagegen halten, sondern eher lieber nochmal neu ansetzen. Und weil das wurde jetzt erstmal gekauft, das könnte jetzt schon eben dazu führen, dass wir halt eben auf der Oberseite dann halt eben nochmal anklopfen, eine Runde. Aber ich würde da trotzdem nochmal short dagegen gehen. Ne? Aber ich habe halt wirklich Glück, guck mal hier, ne? Ich werde immer punktgenau da rausgeholt, genau wie vorhin auch. Das ist halt, ne? So, es muss ja auch irgendwie entertaining sein. Ne? Ich glaube, dass das finden aber die Zuschauer dann immer irgendwie auch ganz gut zu sehen, okay, dem geht es ja genau wie mir. Aber ne, ich bin da auch nicht davor gewappnet, weil dass er jetzt genau hier jetzt auch irgendwie anfängt zu bremsen. Gut, ich meine, noch ist nichts passiert. Aber halt das klar, Hauptärgerliche waren logischerweise, ne, dass ich halt vorhin den ersten nicht, also dass der wirklich 400 Punkte da runterfällt und ich gehe da mit 25 raus. Ne? Das ist also... Was ist nur bei Markus los?
auf jeden Fall passiert da ein bisschen was. Aber passt irgendwie auch halt zu dem ganzen Event, ne? Zumindest ist passiert was, ne? Sieht dir, der Markus-Ton ist der Volatilität angepasst. So, Gold auf neuem ATH. So, hier haben wir jetzt einfach ganz klassisch Fibos, ne? Heißt, könnte man natürlich dann auch irgendwie jetzt einfach nochmal ansetzen. Ich bin jetzt quasi an meinem Exit hier nochmal drin jetzt erstmal. Und weil der Markt, ne, der wird sich ja irgendwo in irgendeiner Form orientieren müssen. Und da oben ist erstmal nicht so wahnsinnig viel. Und die Liquidität für meine Begriffe reicht so eigentlich nicht, ne? Also beziehungsweise, ich wüsste nicht, warum es jetzt irgendwie hier auf diesem Niveau so arg irgendwie da halt plötzlich an Käufern da halt irgendwie wimmeln sollte. Ne? Aber gut, kann natürlich trotzdem trotz allem immer falsch sein, was man sich so ausdenkt, das ist halt vollkommen klar. Aber hier, wir sind jetzt hier nicht so wahnsinnig arg nach oben da halt weggeschossen ab diesem Punkt, ne? Also ab hier, wo eben auch der Stop gewesen ist. Und da bin ich dann durchaus auch ein Freund davon zu sagen, okay, dann versuchen wir es eben nochmal. Ist natürlich auch keine Garantie, aber why not, ne? Dann kann natürlich trotzdem halt noch nach oben weglaufen. Ich würde halt nur, muss man gucken, also hier sind die letzten Highs, dann, das ist der letzte, wo ich rausgeholt wurde. Also wenn man jetzt irgendwie die ganze Reise nochmal irgendwie machen will, dann kann man natürlich auch sagen, na gut, dann skalieren wir das Ding halt, schiebt den Stop eben erstmal rauf. Ja, ausgehend dass, davon, dass er hier oben eben ja auch deutlich abgewiesen wurde, dass wir eben nochmal abgewiesen werden und dann halt eben ein paar Punkte jetzt diesmal mehr mitkriegen. Könnte natürlich schon sein. Er drückt hier gerade schon so ein bisschen arg nach oben. Die Vola ist halt einfach nur mal relativ kräftig da. Und das ist halt eben natürlich auch nicht zu leugnen. So, Markus, bist du noch da? Ich bin wieder da, ja. Hier wird schon spaßeshalber geschrieben, ich fahre gerade Motorrad, ja. Also es ist ja der Lüfter von meinem Rechner, der hier irgendwie mal, irgendwie, weiß ich nicht, ob da eine Schraube locker ist oder so. Und wenn der Lüfter ein bisschen schneller losgeht, dann rattert das Ding hier los, da denkst du, dein Laptop hebt ab. Aber jetzt sollte es wieder funktionieren. Es ist natürlich jetzt spannend, hier drauf zu schauen, Dirk, was du machst. Ich traue mich gar nicht, den Bildschirm wegzunehmen. Nee, wir machen Spaß. Ich würde mal, du kannst ja kommentieren, wenn du was machst, ne, wenn du da neu reinkommst und brüll einfach rein. Ich würde mal ganz kurz nochmal zwei Grafiken ganz gern reinhalten wollen, zum Verständnis jetzt dann aus fundamentaler Sicht. Moment, so. So, dann zwar einmal, muss ich mal gucken, wo ich die alten habe. Das sind diese Dotplots, wovon ich gesprochen habe. Ne? Das ist so ein Punktediagramm. Jedes dieser Punkte steht für einen, der im Prinzip bei der FED entscheidungsfähig ist und im Prinzip dafür abstimmen darf, wie er die Zinsen, also wie jetzt die Zinsen quasi gesenkt wurden, beziehungsweise auch zukünftig dürfen die dann im Prinzip für Punkte setzen, wie sie in Zukunft die Zinsen sehen. Und 5,1, was ich vorhin schon mal verbal sagte, war die Annahme noch im Juni, 4,1 fürs kommende Jahr 2025, 3,1 fürs Jahr 2026 und der Longer Run 2,8%. Jetzt gibt es die Grafik aktuell und da sehen wir, und das ist auch nichts, was irgendwo angenommen wurde in diesem Ausmaß, dass 4,4 fürs aktuelle Jahr, 3,4 fürs kommende Jahr und 2,9 bereits 2026, da war der Longer Run quasi bei 2,8. Dieser Schritt nach unten ist enorm. Und das ist etwas, was nicht in diesem Maße eingepreist war. Und wir hatten ja quasi die Situation vorhin ja uns angeschaut, hier mit diesen, hier diese Grafik. Ne? 43% der Marktteilnehmer nahmen einen Zinsschritt an und 57% nahmen zwei Zinsschritte an. Die 57 hatten Recht. Die 43 hatten Unrecht. Und jetzt muss im Endeffekt hier diese 43%, die müssen sich ja jetzt anpassen an die aktuelle Situation. Diese Umpreisung, die dort, also das erstmal rein von dem heutigen Tag plus die Umpreisung dessen, was jetzt quasi durch diese Dotplots hier gezeigt wird. Ne? Wir können das ja vielleicht mal kurz nebeneinander machen. Kann man das ein bisschen besser noch vergleichen? Gucken, wie ich das jetzt hinkriege. So, jetzt geht mein Lüfter wieder voll über los hier, dann muss ich wieder meinen Ton ausmachen. Ich stelle mal wieder zu Dirk und warte, bis mein Lüfter wieder weg ist. Spannend. So. Und muss ja auch mal erst so ein bisschen was klicken, damit das funktioniert.
So, ich versuche mich hier jetzt nach unten halt ein bisschen von der Position auszubauen. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Eben immer noch in der Annahme davon, dass halt eigentlich so nicht unbedingt reicht. So, das heißt, die Position, ne, die ich jetzt hier zum zweiten Mal auch gemacht habe, ist jetzt erstmal wieder ein Plus. Jetzt aber halt hier erstmal doppelt so groß. Und er bremst natürlich genau wieder da, wo ich halt reingegangen bin. Und versucht sich hier unten zu stabilisieren. Aber mit Tendenz für meine Begriffe, eigentlich müsste das irgendwie so einen Push irgendwie zumindest nochmal irgendwie nach unten geben. Und dann eben auch zum Abschluss von der ersten halben Stunde mal gucken, ob wir uns da nicht noch ein bisschen mehr Liquid holen. Wenn nicht, dann, also generell sieht man ja, ne, so falsch ist das jetzt nicht. Und wenn man so einen Trade macht, wenn es dann halt eben zu lange dauert, wenn man die Nerven verliert, dann drückt man eben drauf, ne, und sagt, okay, das ist, weil aktuell, ganz ehrlich, was heißt, man drückt eben drauf? Nicht, weil man die Nerven verliert, sondern wenn der Markt irgendwie sich nicht entscheiden kann, wie jetzt hier zum Beispiel, der zu lange festklemmt, spricht dann natürlich nichts dagegen. Ne? Weil ganz ehrlich, ich meine hier den kleinen Push, den er darunter gemacht hat, nach dieser Abwärtsbewegung, den fand ich gut. Aber hier ging es jetzt auch erstmal gerade schon wieder nicht wirklich weiter. Ne? Und deswegen bin ich da auch gerade so ein bisschen verhalten, ob ich das jetzt irgendwie so stehen lassen soll oder ob nicht doch auflösen. Aber so hier M5 sieht man, ne, so eine ganz kleine Tendenz, die wird halt, den habe ich hier oben mal dazu gebaut. Da sieht man schon halt so ein bisschen kleine Tendenz eben halt nach unten, jetzt nicht unbedingt schwächelnd, ne, aber irgendwie auf der Suche nach, ab wo kann ich denn jetzt wieder nach oben den Push hinlegen. Und deswegen behalte ich da mal irgendwie ganz kurz noch die Füße still. Mal sehen, ob wir nicht einfach hier drunter kommen, dann hier unten nochmal ansetzen, an diesem Hoch zum Beispiel, und uns dort dann halt irgendwie nochmal abstützen. Das wäre so mein Ansatz. Aber wie gesagt, ne, so wenn das Bild nicht mehr als 50-50 mir hergibt, spricht überhaupt nichts dagegen zu sagen, okay, Ersatz mit X. Ne? Weil wir waren jetzt hier schon irgendwie ein paar Minuten ja, deutlich im Plus. Und generell, bitte? Also, dann hast du wieder Tonstörung. Und generell, ne, der Markt ist, drückt ja halt so hier, wenn man den M15 jetzt halt hier oben mal nimmt, ne, der will ja nicht unbedingt runter, ne, so, aber hier geht's halt auch nicht weiter, hier werden wir jetzt gerade auch wieder abgewiesen, daher könnte es schon sein, dass wir dann halt eben auch nochmal ein paar Punkte eben dann halt nach unten kommen. So, weil vor allen Dingen die ganzen Markus Klebe dieser Welt, die an der Kiste sitzen, aber den nicht den DAO handeln, sondern halt andere Märkte und den Long suchen, die suchen den natürlich auch. Ne? Das ist ja auch okay. Also von daher, aber von daher, das ist ja auch völlig richtig, finde ich ja auch immer noch. Ich wäre ja auch ganz gern, also ich finde halt nur, also diesen Punkt, da muss ich halt natürlich Chapeau an den Kommentator hier bei mir, vorhin bei YouTube natürlich, der Rücklauf eben zum Start, den hat man tatsächlich hier ganz sauber gehabt und dann auch unten sauber reagiert und nochmal deutlich nach oben gelaufen, das war schon gut. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es so schnell kommt, ne? Aber das war natürlich schon nett. Aber halt jetzt auch, ne, tatsächlich, wie ich weiß, wer war es nochmal gewesen, ja auch gemeint hat, wer war es? Lauf der Typ. Ja, genau. So, jetzt kriegen wir hier so ein bisschen Push. Kleines neues Tief haben wir hier. Klemmt schon wieder hier fest. Kann alles nicht wahr sein. So, jetzt komm. Genau. So, jetzt sieht es doch schon besser aus. So, hier würde ich dann jetzt erstmal auch eine Position, eine Teilposition nochmal rausnehmen. Das heißt auch nochmal ausskalieren. Es kommt bei mir Alarm. Ja. Nee, mache ich manuell. Okay, manuell erstmal raus. So, dann mal gucken. Hier unten Take Profit weg. Und vielleicht kriegen wir noch irgendwie so einen Rutsch nochmal nach unten. Oder ich werde jetzt hier einfach nochmal rausgeholt. Dann ist aber auch okay. Ne? Break even. So, okay. Gut, also das ist ein bisschen arg viel hin und her. Wenn man das irgendwie nur ganz schnell scalpen will, ist es, glaube ich, ganz wahrscheinlich ratsamer. Hält man die zwei jetzt mal gegeneinander. Ne? Aber ich habe zumindest den ich hier vorhin irgendwie verballert habe, der ist zumindest wieder drin. Aber ich bin heute irgendwie, ich merke das, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den ganzen Tag eben so ein bisschen im Stress bin. Generell komme ich irgendwie nicht über das erste Ergebnis hier hinaus und habe hier irgendwie im Anschluss jetzt nur einen irgendwie einen Loser gehabt und trotz Positionsvergrößerung irgendwie nur das Gleiche auch nochmal rausgeholt. Aber so ist es halt. Ne? Immer noch alles im grünen Bereich, finde ich, aber der Markt, ne, ist hier jetzt schon so ein bisschen irgendwie wackelig unterwegs und keine Ahnung, was da jetzt noch kommen muss oder wer da jetzt noch kommen muss, dass der Markt halt eben auch nochmal ein bisschen kräftiger dann irgendwie in eine andere Richtung dann halt irgendwie geht. So, es geht ja auch in 2 Minuten schon, genau, es kommt ja auch in 2 Minuten jetzt schon die Pressekonferenz. Jerome Powell wird jetzt ins Ganze verpacken müssen und der wird auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich bin übrigens gerade nochmal in Long eingestiegen in den S&P, wo du da raus bist, mehr oder weniger.
Habe da kurz vielleicht auch den Alarm gehört. Da hat er die Liquidität dann nochmal für einen Long unten genommen. Und versuchst jetzt hier nochmal 5 Punkte Risiko, ist natürlich für ein S&P auch in so einer Situation jetzt nicht wirklich viel. Man muss allerdings aufpassen, die Pressekonferenz ist meistens dann auch so, dass der Markt dann anfängt, dann doch durchaus nochmal so ein bisschen hin und her zu springen. Werdet jetzt auch sehen, sobald jetzt der S&P in Richtung der 68 läuft, ist bei aktuell einer 62 in der JFD-Indikation, werde ich den auch relativ zügig auf Break-Even nehmen. Ansonsten, ja, bin ich jetzt bei, jetzt gucken, Moment, nein, jetzt bei der 56 und habe den Stop auf der knapp 51. Und mal gucken, ob der mir die Möglichkeit gibt, in Richtung der Hochs nochmal zu laufen. Das war das, was ich auch vorhin sehen wollte. Ja, ich hätte natürlich tatsächlich auch mal so irgendwie noch den S&P vorbereiten können, habe ich aber leider nicht gemacht. Alles gut. Ja. Man sieht ja im Prinzip, die Bewegungen sind die gleichen. Der Dow läuft nach oben, der S&P läuft nach oben jetzt, ne? Und die sind ja positiv zueinander korrelierend. Also im Endeffekt, das hatten wir ja auch mit Andreas im Endeffekt immer so gemacht. Er war ja auch gerne in der Nasdaq oder am Dow unterwegs. Und ich habe dann im S&P da irgendwie so ein bisschen meine Gedanken kundgetan. Also von daher ist es halb so wild. Diejenigen, die zuhören, die können sich ja schnell den S&P mal schnappen und da dann auch mal raufschauen. Ne? Ich kann ja kurz mal auf meinen Bildschirm gehen. Und ganz kurz, warte. Warte ganz kurz, ja. Also hier Korrelation, um das kurz aufzugreifen. Ich habe die hier oben auch drin, ne, mit dem DAX und DAO, hier mit dem Add-on einfach vom Zero Trader ID übereinander gelegt. Das sieht man natürlich halt auch, ne, die Korrelation, die kommt auch gerade generell wieder so ein bisschen zusammen, nachdem sie halt vorher dann auch nochmal irgendwie deutlich auseinandergegangen ist. Aber kann man natürlich dann auch irgendwie jetzt erstmal verlangsamt, ne, den DAX dann halt irgendwie quasi an den DAO dann halt eben klemmen. So, nur um das ein bisschen aufzugreifen, könnte ich natürlich genauso hier mit dem Nasdaq machen. Und da wird man es eben genauso sehen. Und ich hatte jetzt nicht vorbereitet. Ja, und im Endeffekt ist es ja dein Tool hier, was du hier mit dem du arbeitest. Ne? Wer das vielleicht noch nicht weiß, es kam von übrigens auch eine Frage hier, wer dort jetzt bei der Installation des Stereo-Traders unter die Arme greift. Ich weiß nicht, Dirk, gibt es bei uns bei JFD auch im Support? Kennen die sich mit dem Stereo-Traders aus oder läuft das alles über dich? Ja, nee, klar. Das ist auf jeden Fall wird das von JFD. Also die sind da recht fit auch im Support. Auf jeden Fall. Das ist kein Perfekt. Problem. Einfach dorthin schreiben, das kriegt man auf jeden Fall geholfen. Genau, also dann dem Stereo Trader, also dem Support einfach schreiben. Auch für die Kunden von JFD haben die Möglichkeit, ab einer gewissen Kontogröße den Stereo Trader for free zu bekommen. Mal gucken, ob wir heute viel schaffen. Ich denke gar nicht so viel zum Stereo Trader, aber wir hatten ja schon mal das ein oder andere Event zusammen, lieber Dirk, und wir werden auch im Oktober, jetzt wenn die Jahreszeit wieder ein bisschen dunkler wird und viel mehr auch wieder drinnen stattfindet, werden wir auch, denke ich, Oktober, November, Dezember noch des Öfteren zusammenkommen, uns gemeinsam den Stereo Trader zu Gemüte ziehen, auch für mich persönlich ganz gut. Ja, dann schauen wir jetzt mal, ich habe nämlich jetzt nur deinen DAO, mal kurz, ich nehme mal kurz meinen Bildschirm und dann können wir uns jetzt mal ganz kurz die S&P-Position, die zweite, jetzt an der Stelle mal anschauen, die ich da dann eingegangen war. Ja, der hält sich noch, ne? Der hält sich noch wacker. Geh mal hier mal drauf. Also, so. Das geht mal wieder los. Entschuldigung. Ist das dolle laut jetzt, wenn der so der Lüfter, Dirk? Ja, das ist schon nett. Warte mal. So, ich lese natürlich die Kommentare mit, deswegen habe ich hier auch kurz geschmunzelt. Zu Markus' Bild kann ich natürlich gerade nichts sagen. Aber ne, von wegen Mikro, also ich glaube, ja, ich habe hier mal ein bisschen aufgedreht. Also mein Mikro ist eigentlich laut genug. Ich bin eigentlich leise. So, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe heute ein bisschen irgendwie, musste hier mal kurz auch vorhin frische Luft schnappen, um halt hier überhaupt irgendwie klarzukommen mit der Materie, bevor wir hier live gehen. Und deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen leise. Ich habe es aber gerade mal so ein bisschen lauter gedreht. Und aber danke für euren Input. Aber was der Markus sagt, das ist ja auch eigentlich schon recht gut, ne? Weil ich kann ja immer irgendwie nur gerade was zum laufenden Trade sagen und der Markus hat da schon so ein bisschen mehr einen anderen Blick eben auch drauf. Und das soll ja auch so eine Ergänzung sein und das ist schon okay so. Was mir aufgefallen ist, was mir natürlich wahnsinnig leid tut, das habe ich dem Markus vorhin auch schon gesagt, ich habe tatsächlich im Titelbild schon, ne, in YouTube, aber auf dem Startbild stand der Markus gar nicht dabei. Das war natürlich überhaupt gar keine Absicht, ne? Aber kommt auch nicht wieder vor. Aber ich habe das irgendwie dann zwischendurch heute irgendwie gemacht und dann vorhin so gemerkt, oh nein, den habe ich gar nicht hier unten drin stehen.
Ich ja. Überlege das. So, und jetzt gucken wir mal. Ich blende jetzt mal hier ein. Also ich bin ja, wie gesagt, im Urlaub. Ich habe jetzt hier auch wirklich heute logischerweise, hätte ich auch so nichts gemacht. Wir hatten hier vorne einmal den Ausstopper vorhin. Und ihr seht ja, dass ich quasi auf fast dem gleichen Niveau nochmal rein bin. Das waren vorhin in Punkten, sieht man das gar nicht so genau, aber es waren, war das jetzt hier? Also 6 Punkte, glaube ich, vorhin irgendwie. Ist egal. Man sieht ja den Einstieg und dann sieht man den Strich so ein bisschen nach unten gehen. Jetzt kam mir der Re-Entry, der Initial Stop liegt hier quasi noch. Und ich hatte ja gesagt, wenn wir so in Richtung 68 kommen, würde ich den Stop auf jeden Fall erstmal auf Break-Even plus 1 packen hier. Und jetzt würde ich auch versuchen, den Trade mal laufen zu lassen. Frühestens würde ich jetzt den nächsten Schritt vollziehen, wenn wir irgendwo in Richtung der Hochs kommen. Also ich lasse dem jetzt wirklich Raum hier oben, pack da auch einen Alarm rein. Und vielleicht haben wir heute wirklich einen richtigen Läufer. Mal gucken. Ne? Das Problem ist jetzt, ich kann jetzt mit einem Bildschirm und wirklich, sonst habe ich ja 3 Rechner laufen, ja, wenn wir das Event haben und kann dann eben die Pressekonferenz nur nebenbei schauen, dann habe ich Newsfeeds offen, dann habe ich so ein Feed, der mir quasi teilweise Zusammenfassungen gibt zu dem Event, zu der Pressekonferenz, habe ich heute alles nicht offen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, was ich vorhin im Prinzip sagte, diese ganze Thematik der Zinsen und der zukünftigen Zinsen, dass das schon recht positiv treiben kann und dass wir jetzt mit der Pressekonferenz von Jerome Powell vielleicht nochmal den dicken Marker bekommen und das Ganze nochmal richtig fett von ihm unterstrichen wird und dadurch jetzt hier durchaus eben der Drive auf der Long-Seite kommt und wir vielleicht dann wirklich den Ausbau der All-Time-Highs sehen. Ob das so kommt, das ist natürlich sehr bullisch eingestellt. Ne? Wie gesagt, das kann auch genau nach unten wegpfeifen. Ich würde jetzt auch, habe jetzt den Trade und der ist jetzt Break-Even plus 1 abgestoppt. Wenn es schief geht, habe ich unterm Strich immer noch ein leichtes Minus. Würde allerdings dann mal gucken, wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal aus der 74 jetzt nochmal so 10-12 Pünktchen hochlaufen, würde ich mir mindestens 1R oder 1,5R absichern, sodass ich quasi den ersten Trade dann eben auch irgendwo quasi wieder zurückbekomme und den Rest lasse ich den Markt dann mal entscheiden. Ne? Aber mal schauen, das ist jetzt erstmal so die Situation und ich versuche jetzt zumindest mal so ein bisschen zu erlesen, was Jerome Powell da sagt in der Pressekonferenz und würde erstmal wieder zu Dirk zurückschalten. Jetzt kam gerade Jerome Powell mal gleich ruckzuck raus und zack. Sie ist halt die Pressekonferenz gerade angefangen. Irgendwie einmal falsch aus der Wäsche geguckt, ne? Und schon sieht es dann so aus. Zack. Ja, so schnell geht's. So, zurück zu Dirk. Ich versuche mal da was rauszufinden, was da jetzt kommt gerade. Ja. Also du meinst, du wirst der Pressekonferenz folgen, ne? Also übrigens, kleiner Tipp, ne? Ist Dirk wieder? Ja, der zeigt dir die Punkte an, ne? Musst du gar nicht rechnen. So sieht das nämlich dann schön aus. Aber darüber reden wir noch. Okay. Welche Punkte meinst du jetzt? Bitte? Ja, hier die Ergebnisse halt einfach, ne? Von den Trades. So, ja. Hey. Genau. Das ist der Stereo-Trade. Ja, es ist ja auch keine Stereo-Trader-Veranstaltung. Es ist ja eine Zinsveranstaltung hier. Gut, also ich würde immer noch versuchen, irgendwie auf der Unterseite nochmal irgendwie ein paar Punkte mitzugehen und da halt irgendwie den Impuls einzufangen. Ich bin jetzt hier auch gerade reingesprungen, wie man sieht. Und hier unten nochmal irgendwie in Richtung von der Eröffnung, auch in Richtung von der Eröffnung von dem, ja, natürlich, ne, ich habe heute Talent, man sieht das, ne? Hier, aber wirklich exakt, das ist exakt, da geht es ja fast nicht mehr. Trotzdem aber auch nochmal skalieren. Wir stehen halt, was ich halt hier sehe, oben diese orangene Linie ist nichts anderes als das Valley Area High vom Vortag. Also dort war gestern das Volumen zu Ende. Ne? Und jetzt mal ausgehend davon, dass der Markt sich heute nicht neu erfindet, ist es eben halt durchaus denkbar, dass wir da auch nochmal ansetzen. Ne? Und klar, wenn der Powell jetzt halt irgendwie was Passendes zu sagt, wird es auch besser funktionieren, wie wenn er nichts sagt. Aber ich glaube halt immer noch nicht, dass das Bild einfach so komplett umdreht. So, das ist erstmal, das hier ist also wirklich, ne? Was ist heute bitte los? Das ist jetzt irgendwie schon der vierte hier, der sich halt irgendwie ein bisschen merkwürdig da gestaltet. Das ist wirklich schon irgendwie arges Talent, was ich da heute mitbringe, wie ich finde. Und aber kann natürlich trotzdem sein, dass der Markt jetzt hier einfach so ein bisschen in alle möglichen Richtungen eskaliert. Ich habe jetzt auch hier, wie man sieht, meine zweite Position auf der Oberseite reingegeben, ne, weil wir eben hier am Value Area High von gestern stehen. Klar, versucht er jetzt darüber irgendwie wegzukommen, nachdem er aber hier jetzt einmal schon irgendwie drunter gedrückt wurde. Hoffe ich einfach mal, dass das halt mit so ein bisschen Nachhaltigkeit dann eben auch dann beantwortet wird, beziehungsweise dann nochmal kommt. Trotzdem, wenn man halt irgendwie auf der Oberseite skaliert,
muss man das ein bisschen anders machen. Da muss man auch bereit sein, irgendwie auf der Oberseite den zweiten nochmal rauszunehmen und eben nicht irgendwie endlos zu verbilligen. Davon war ich noch nie ein Fan. Und ne, also wie jetzt hier gerade, der zweite erstmal nochmal raus, kann man ja nochmal hinlegen, falls wir nochmal runterkommen, aber falls nicht. Und dann tut es aber eben auch nicht unendlich weh. So, aber das hier war, ne, also irgendwie heute bin ich kein gutes Beispiel hier, glaube ich. Was das Trading angeht, wirklich, also mehrfach jetzt hier wirklich punktgenau und da halt rausgeholt worden. Und mit dem hier jetzt tatsächlich auch noch gerade. Genau am Spike oben. Ja, mal gucken. Aber wie gesagt, es ist ein Demokonto, es tut nicht wirklich weh. Aber ich glaube immer noch nicht dran, dass wir da in einem Rutsch da oben wegkommen. Aber so ist das halt, ne? So. Aber der Überschrift hier steht Markus, ja, ne? Genau. Ich gucke hier über die Kommentare auch drüber. Ne, Value Area High von gestern. Einmal kräftig verkauft, jetzt gerade hier wieder nicht so ganz kräftig gekauft. Von daher, das kann schon noch irgendwie gut ausgehen. Ich denke auch, dass wir hier noch irgendwie mal ein bisschen größere Bewegungen auch noch mal sehen werden heute. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier mit so ein bisschen Geschrabbel da halt irgendwie gleich alles erledigt ist. Also ja, hier, also genau dieses Level eben. Ne? Volumen von gestern, oberhalb gerade noch mal abgewiesen. Mal gucken, ob wir jetzt die Unterseite dann jetzt endlich mal bekommen. Und nächstes Target, wenn das nämlich eben nicht funktioniert, wäre dann logischerweise auch der Point of Control dann eben von gestern. So, hier kriegen wir jetzt gerade nochmal so ein bisschen Bums. Ich nehme einen nochmal raus, damit ist die ganze Nummer wieder im Plus. Und den hier weglassen. Und natürlich interessant werden hier unten dann jetzt halt logischerweise die Lows, die wir da halt sehen, ne? Also ein bisschen wohler haben wir schon, ne? Also Paul, keine Ahnung, was der erzählt. Vielleicht gibst du uns ja gleich eine Zusammenfassung. Also grundsätzlich, also er hat nochmal unterstrichen, dass er auf jeden Fall, also dass die FED die Wirtschaft nicht im Stich lassen will und eben auch den mitbekommen hat, dass der Arbeitsmarkt natürlich jetzt ein Stück weit gen Süden gelaufen ist und sie da jetzt wirklich unter die Arme greifen wollen. Also das ist alles generell bullish, ne? Aber durch diese Reden hin und her, da wird ja meistens jedes Wort so ein bisschen hin und her gewertet. Ne? Da gibt es natürlich viele hoch und runter. Ich von meiner Seite lasse es da jetzt auch, wenn ich da vom Rechner gesessen wäre, dann wäre ich vielleicht nochmal jetzt da irgendwo long drin und würde jetzt eben nach wie vor wahrscheinlich irgendwo gucken. Aber das funktioniert gerade mit meinem Ton hier, das nervt ja ohne Ende. Dann bin ich ja mehr mit laut und leise beschäftigt hier als mit Traden. Also, aber egal. Ich bringe da gleich nochmal so ein paar Punkte mit rein. Eine Frage kam jetzt vielleicht zwischendurch mal, warum der Steroid Trader heißt. Das ist eigentlich total dämlich, ne? Als ich damals, also, aber es ist, kann man ja vielleicht ruhig mal irgendwie erwähnen. Als ich damals dieses Ding hier gebaut habe, ne? Also dieses, was jetzt hier blau und rot ist, war am Anfang rot und grün. Und beziehungsweise gibt es ja immer noch einen roten Grün. Und das hat mich immer so erinnert an irgendwie die VU-Anzeige von den alten Verstärkern, wo das immer irgendwie rauf und runter geblinkt ist. Und da ich halt generell halt eben auch sehr musikaffin bin und früher ja auch mal in dem Bereich aktiv war, ist es dann halt irgendwie, also das hier war die Stereo-Anzeige. Da habe ich gedacht, warum nicht? Ne? Also eigentlich total simpel. Ne? Und nachher hat sich das dann natürlich dann so ein bisschen verselbstständigt mit anderen Bedeutungen eben noch. Also was jetzt in den Handelsmodi drin ist, dass man ja zum Beispiel dann halt eben auch gleichzeitig Short und Long mit einzelnen Pools arbeiten kann, habe ich jetzt hier nicht eingeschaltet. Das ist, Entschuldigung, das ist der Modus, den ich nicht mehr verwende, aber der eben halt auch einzigartig ist und dass man eben in zwei Richtungen hat, eben gleichzeitig. Womit nicht gemeint ist, gleichzeitig Long und Short im klassischen Sinne, schon ein bisschen anders. Aber daher kommt es halt eben. Ne? So auch die ganzen Setups, die drin sind, die haben ja auch irgendwie alle so musikalische Namen und ich fand das eigentlich ganz, ganz nett, weil Musik ist was, das mag jeder, also jemand, der keine Musik mag, der muss, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, eine andere Störung haben und ja, viel mehr ist es das gar nicht tatsächlich, aber ist ja vielleicht auch gar nicht so wie soll ich sagen. Bleibt im Kopf, wie Musik auch, Stereo Trader. Ja. Bleibt im Kopf. Nein, sehr genau. Schön. Gut, du bist vorne jetzt. Wo war genau. Jetzt dein Take Profit oder wie würdest du jetzt da weiter vorgehen? Ja. Also hier ist halt der Trail, ne? Also der würde hier jetzt starten und beziehungsweise ich werde den aber nochmal absichern, auch wenn ich da oben schon schlechte Erfahrungen damit gemacht habe.
aber ich will es trotzdem jetzt hier nicht irgendwie auf Biegen und Brechen jetzt irgendwie halt hinkriegen, wenn der Markt halt eben so hier ein bisschen sprunghaft unterwegs ist, der kann ja auch genauso gut nochmal irgendwie raufziehen, ne? Und ich würde aber generell drauf bauen, oder was wir auch machen können, wir nehmen einfach mal ein Stück raus. Wir machen es mal umgekehrt, wir skalieren mal aus. So, und dann ziehe ich den einfach hier oben drüber. Ne, ich habe jetzt hier 2 Kontrakte gekauft von den 5, die noch drin waren. Und wenn wir jetzt einen Rutsch da runterkriegen und dann bin ich da halt jetzt eben drin. Moment, anderer Trail, falsch ausgewählter Trail. So, jetzt haben wir den TA6, der klemmt sich hier so ein bisschen dran, das sieht man. Ja gut, kam jetzt nicht so wahnsinnig weit, aber ist okay. Ne? So, hier jetzt dann nochmal ein bisschen was rausgerissen. Was heißt ein bisschen? Das war jetzt auf jeden Fall der beste Trade für heute. Noch einmal oben, auch trotz, was ich glaube ich, aber auch ganz, was ja ganz gut war, ist dann, Kamera ist die ganze Zeit aus, braucht man vielleicht nicht wirklich, aber hier unten spielt sich ja auch nichts ab. Was aber zumindest gut war, halt eben, dass ich auch, weil wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ne, über Skalieren, Verbilligen und so weiter. Ich bin ja hier oben, ich habe ja quasi im Verlust nachgekauft, aber geplant. Und habe aber auch den Nachgekauften erstmal im Verlust wieder aufgelöst. Und dann nachher bei Bestätigung erst wieder reingeholt. Und das heißt, ich habe hier oben die ganze Zeit meine... Was ist mit meiner Stimme? Moment mal. Ich habe hier die ganze Zeit mein Risiko so kontrolliert, beziehungsweise so gemanagt, wie ich es ja von Anfang an eben ja auch im Sinn gehabt habe. Und eben auch nochmal gesagt, ne, bitte nicht einfach blind verbilligen, ist keine gute Idee. Den Markt im Auge behalten. Man kann Positionen herausgeben und wieder reingeben. Das habe ich ja hier gemacht. Und von daher war das jetzt eigentlich schon ganz nett. Also mit dem Trade bin ich dann jetzt auch zufrieden. So, das waren 103 Punkte hier, gemessen an der ersten Position, die drin gewesen ist. Und das ist auf jeden Fall besser als die anderen davor. Ja. Also normalerweise, wenn ich jetzt am Rechner zu Hause sitzen würde, würde ich jetzt eben gucken, wir kommen jetzt nochmal an diese Tiefs nach der Zinsentscheidung ran. Also wir sind ja erst nach oben gesprungen, dann sind wir auch im S&P in die Ausgangslage zurückgelaufen und sind jetzt da unten nochmal. Und ich würde jetzt hier schon auch nochmal gucken, dass man nochmal wieder einen Long aufbaut. Bin da halt sehr longlastig, ja, aber da kennt ihr mich. Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht zu sehr eine Meinung bildet. Und wenn der natürlich jetzt gerade auch unter die Tiefs, die sich ergeben haben durch diese Zinsentscheidung, wenn er da runterläuft und irgendwo ganz klaren Trend abwärts ausbaut, bin ich natürlich ruckzuck weg von meinem Long-Gedanken. Und ganz wichtig auch an der Stelle ist, dass wenn ich das mache, also viele nehmen das auch gerne auf und sagen, ja, Klebe sagt Long und dann gehe ich nur noch Long. Und der fällt vielleicht, weiß ich nicht, jetzt irgendwie 150 Punkte der S&P 500, dann würde ich natürlich ja nicht in den 150 Punkten da irgendwie 20 Mal long gehen, sondern habe natürlich dann eben auch meine Trade-Grenzen und sage mir, okay, das bin ich bereit, überhaupt in Summe zu verlieren. Und aktuell habe ich jetzt einen Trade verloren, einen minimals verdient durch Break-Even plus 1 und könnte natürlich ganz locker noch weitermachen mit meinen Gedanken. Ne? Und von daher... Das vielleicht dazu, also er hat jetzt im Prinzip nochmal gesagt, dass das die richtige Entscheidung war, das jetzt nochmal vertreten mit diesen 2 Zinsschritten und bekräftigt nochmal, dass wir das jetzt eben von Mal zu Mal entschieden wird. Aber wie wir ja gesehen haben, ist die Annahme derjenigen, die da entscheiden bei der Fed eben schon sehr, sehr, sehr dovish. Also schon, dass da schon noch so einiges kommen kann, nicht nur in diesem Jahr, sondern dann eben auch im kommenden Jahr. Also dass dann jetzt doch die Situation der Zinssenkung naja, relativ zügig vonstatten gehen kann. Also quasi, wenn man sich das jetzt nochmal ganz genau anschaut, und da muss ich selber nochmal kurz gucken und rechnen, aber wenn ich das jetzt richtig sehe, müsste dann mindestens jede zweite Zinsentscheidung nächstes Jahr, und dann, Moment, wir haben dann 3,4, sind wir 1,6, sind 4, 6, ja, also mindestens jede zweite Zinsentscheidung würde dann nächstes Jahr dann eben auch immer wieder eine Zinssenkung mit sich bringen. Und das ist nicht wenig. Ne? Da geht es ja schon relativ zügig nach unten. Und klar, das ist jetzt erstmal die Dotplots, dieses Dovische sollte mit eingepreist werden. Und dann geht es natürlich, also das wird halt fürs nächste Jahr auch definitiv spannend und auch noch für dieses Jahr. Da wir immer wieder dann spekulieren werden, kommt jetzt wieder eine, kommen 2, jetzt geht der Lüfter wieder los. Das ist dann schon spannend. Dirk, zu dir. Da muss ich den Lüfter wieder ablösen. Ist doch gut, dass ich auch eine sinnvolle Funktion hier heute habe. Ich darf immer was sagen, wenn der Lüfter laut ist. Finde ich gut. Nein, alles fein. Okay, also ich habe dir natürlich zugehört, aber ne, wie ich ja auch immer sage, ich bin halt immer ein Freund davon, irgendwie vom Hingucken und klar bei Investments oder bei Trades, die man halt irgendwie länger laufen lassen will, da macht es natürlich schon Sinn,
sich auch mal irgendwie drei Gedanken dazu machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Was man hier jetzt aber sieht, und warum ist jetzt, ist schon wieder meine Stimme irgendwie am Kratzen. Was man hier aber sieht, trotz allem, dieser Kasten, ne, der hier irgendwie so in grün dargestellt ist, der vielleicht mittlerweile auch ein bisschen stört, weil er uns nichts Neues mehr erzählt. Das ist einfach nur, ne, diese erste Bewegung nach oben. Wir stehen immer noch in dieser ersten Minute, die er nach oben gebildet hat. Und deswegen sieht er so aus, weil normalerweise wäre hier natürlich schon ein bisschen was passiert, aber es ist halt eben, zeigt aber auch, markiert auch relativ deutlich eben die Range. Deswegen bin ich immer so ein Freund von den Dingern, also hier von dem Kontext, den der Markt dann halt immer in allen möglichen Timeframes eben abbildet. Weil er sieht ja hier oben im M5 natürlich genauso aus und ebenso hier im M15. Ne? Und sieht man einfach deutlich, und nichts anderes passiert hier jetzt gerade. Das heißt, die Hochs haben gehalten, dann hier zwischendurch gab es mal Volumen-Trading mit dem Value Area High von gestern, und die Lows haben gehalten. Ne? Und das ist ja auch das, was der Markus vorhin gesagt hat, und das wird man ja auch in anderen Marken nicht anders sehen. Ne? Die Lows, die sich jetzt hier ausgebildet haben, im Dow ganz genauso. Und wenn die verkauft werden, dann wird es natürlich dann auch irgendwann mal kritisch. Ne? Das sind jetzt einfach nur die Lows hier im kleinen Timeframe, die jetzt während hier der FED-Sitzung eben entstanden sind. Ne? Und da würde ich aber jetzt auch sagen, selbst wenn wir jetzt da drunter gehen, da sollte man nicht davon ausgehen, dass es direkt dann irgendwie komplett bergab geht, sondern dann passiert nämlich einfach nur genau das. Also hier haben wir auf jeden Fall, das sieht man ja, ne, deutlich von der Ausprägung, hier haben wir Liquidität. Jetzt mag einer sagen, ja, das ist ja nur irgendwie CFD-Volumen. Nein, ist es nicht. Ja, sondern es ist halt hier, was dazukommt, ist, hier gibt es halt, wie gesagt, ein Add-on, was hier am Start ist. Und das ist der Future. Also das heißt, der Future umgerechnet auf CFD. Das heißt, hier ist wirklich an der Stelle dann ganz genau bei der 41.548. Dort haben wir dann jetzt eben auch tatsächlich ganz genau das meiste Volumen für heute. Und den Punkt hat er für heute ausgelassen. Das heißt, wenn wir jetzt also so eine Bewegung kriegen, das sollte, ne, also mal laut gedacht, die jetzt halt zum Beispiel von hier jetzt irgendwie hier drunter geht, und sich hier unten versucht wegzudrücken, wird die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir da auch relativ schnell wieder zurückkommen. Und von hier, wenn sich dort das Volumen dann halt eben bildet, und die Chance ist nun mal da, weil halt hier Volumen gelegen hat gestern und heute, beziehungsweise heute, das Volumen gelegen hat. Von daher, und ab hier ging es ja auch nur noch aufwärts, beziehungsweise hier stehen wir drüber. Deswegen kann es schon sehr, sehr, sehr gut sein, dass wir, auch wenn wir hier einmal kurz drunter spiken, da unten dann quasi ganz klassisch, ne, die Stops fischen, dass die da unten wieder eingesammelt werden, der Markt dann aber eben trotzdem raufrennt, wie wir dann am Abend zum Beispiel, am Ende des Abends dann bei 42.000 stehen. Ne? Das kann schon gut sein. Das heißt, sollte man dann auf keinen Fall irgendwie überbewerten, aber jetzt auch trotzdem auf keinen Fall ebenso nicht als Empfehlung verstehen. Meine Stimme, meine Güte. Jetzt halt deine Stimme. Mein Lüfter ist Gott sei Dank gerade wieder ruhig. Und deine Stimme auch. Jetzt muss ich wieder eingreifen. Aber so ist es. So ist es wenigstens abwechslungsreich. Jetzt kam eine Frage zum Stereo Trader, will ich dann später aufgreifen. Dirk, such dir doch mal einen Schluck Wasser. Ja, also ich bin hier die ganze Zeit schon ganz fleißig. Das Ding war vorhin voll, als wir angefangen haben. Jetzt ist es ein Eimer. Das ist schon kein Glas mehr. Und nutzt alles nichts. Ich habe heute zu viel gequatscht. Das ist das Problem. Ja, aber alles gut. Wie gesagt, viel von meiner Seite gibt es jetzt gar nicht mehr hinzuzufügen. Ich würde jetzt dann Freitag, morgen früh dann jetzt nicht mehr, weil wir jetzt das Event hatten, Freitag nochmal früh im DAX Long oder Short machen und dann eben mal drauf schauen. Also, ich kann nochmal kurz drauf. Ja, man sieht halt immer, wenn der sich irgendwo Liquidität kascht, ne, dann wird die sofort gekauft. Ne? Wie du ja auch eben gezeigt hast, sobald er an irgendwelche Tiefs rankommt oder sich kleine Tiefs baut, also im S&P ist das sauberer, der Dow Jones ist halt so ein bisschen sprunghafter, deswegen nutzt du den ja auch für deine kurzfristigen Trades lieber, weil der natürlich sich viel mehr hin und her bewegt als jetzt der langsame, ruhige S&P 500. Der baute sich jetzt, hat man wunderbar gesehen, immer wieder eine Liquidität auf, ne? Rein, kaufen. Und von daher, man kann natürlich hier auch in diesem etwas volatileren Umfeld beide Richtungen versuchen zu erwischen. Ne? Wenn der sich hin und her bewegt, dann ist es eben am Ende so, dass natürlich eben auch, wenn der sich hin und her bewegt, die Short-Seite genauso da ist. Was ich ja dann immer ganz gerne versuche, ist, dass man aus so einem Event vielleicht so einen herrlichen Langläufer kriegt, aber schon eine etwas schärfere Bewegung, die durchaus noch kommen kann. Ich resette das jetzt nochmal ganz kurz hier und gucke, ob jetzt noch irgendwas Neues kommt. Ich habe jetzt auch erstmal nichts Neues zur Pressekonferenz. Ich habe nämlich jetzt nur das einfachste Tool von mir offen, was ich immer nutze. Da steht jetzt aktuell auch nichts Neues drin. Von daher, ja, man nutze ich das dann im Prinzip und schaue dann natürlich immer, dass ich irgendwo auch
gibt auch Tage, wo ich sage, long, aber wir nehmen eben mal, was in die 5R auf der Short-Seite mit. Das passiert natürlich auch. So, wann ist die nächste Zinsentscheidung? Das ist relativ simpel. Da braucht man im Prinzip nur mal im Fettwurststuhl schauen. Und da sehen wir das ja. Und da können wir ganz kurz mal reinblicken. Und zwar, ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, 7. November, 18. Dezember sind die nächsten zwei noch für dieses Jahr. Und dann haben wir 29. Januar ist dann die nächste, zwei Tage vor meinem Geburtstag im kommenden Jahr. Und da versuchen wir natürlich auch dann immer online zu sein. Ich gebe mal kurz die Frage weiter. Und zwar kam die, jetzt muss ich kurz gucken, von Stefan. Und zwar Last in, First out. Die Orderart oder was ich das finde da nicht. Er ist jetzt zum Beispiel nicht dabei gewesen. Da hat sich irgendwie was verändert, sagt der Stefan. Nö, das ist alles gleich geblieben. Also normalerweise heißt ja immer FIFO, vom Prinzip her, first in, first out. Also die erste Order, die gesetzt wurde, ist auch die erste, die wieder eliminiert wird. Und das kannst du im StairTrade aber beliebig halt einstellen. Das geht aber im Setup, das geht nicht hier. Was ich viel wichtiger finde, ist halt die Bit-Execution. Das finde ich viel wichtiger, weil du hast zum Beispiel halt eben, ohne dass wir jetzt hier irgendwie einen StairTrader-Stream draus machen, aber du hast ja halt generell, hast du zum Beispiel eine Long-Order, wird ja immer am Ask ausgeführt. Ne? Das heißt also hier, das Blaue ist der Ask und das andere ist der Bit. So, und im StairTrader kannst du es so einstellen, dass eben alles am Bit ausgeführt wird. Und das heißt zum Beispiel, wenn du deine Long-Order hier sitzen hast, okay, das ist ein bisschen vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, um das zu erklären, aber wenn der Markt sich nicht viel bewegt und dann wird die aber dann eben tatsächlich am Bit ausgeführt, also dort, wo du die Kerze siehst, und das ist eben auch der Hintergrund, weil, kennen wir alle, ne, alles schon mal gesehen irgendwie, dann hat man hier eine Order liegen, denkt so, hä, wieso liegt die noch da, ich müsste doch gefilzt sein, naja, weil vielleicht da gerade der Spread irgendwie groß war und der Bit da unten, aber der Ask nicht, und das sind so Sachen, die kann man da halt eben dann auch da halt recht entspannt eben einstellen, den StairTrader das machen lassen. Aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall auch noch da einige Streams und Webinare dazu machen. Deswegen lass uns das hier jetzt irgendwie nicht irgendwie übertreiben mit dem StairTrader an sich. Genau. Wir haben da kommt noch einiges. Und vor allem, wenn ich an der Stelle vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen, WOT, ich glaube November ist die, November. Genau. Ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf. Da wird der Dirk sein, den könnt ihr natürlich zum StairTrader da löchern. Ich werde auch da sein mit JFD. WOT in Frankfurt am Main, wer da Lust und Laune hat, kommt da einfach hin. Und dann können wir uns auch mal persönlich sehen. Ihr könnt mit uns quatschen und können natürlich auch mal Fachfragen besprechen, detaillierte Fragen, wenn da irgendwas ist, zum StairTrader oder zum Traden oder zum Broker JFD. Also WOT im November, glaube ich, diesen Jahres in Frankfurt am Main. Seid recht, hat sie dazu eingeladen, da natürlich mal hinzukommen und uns auch persönlich mal zu sehen. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal loswerden. Ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass wir irgendwie zusammen irgendwelche Vorträge machen. So weit war ich noch nicht, bin im Urlaub. Gerüchtemäßig bahnt sich da was an. Ne? Also ich weiß auch noch gar nichts. Ich war ja bisher immer auf der Live-Bühne dort die letzten Jahre. Und ich weiß noch gar nichts. Ich weiß nur, die ist irgendwie spät im November und irgendwas wird schon noch passieren. Und auch mit Sicherheit oder höchstwahrscheinlich dann auch wieder ein Seminarraum. Und von daher, da gibt es auf jeden Fall die Chance, sich da auszutauschen. Klar, also kommt gerne hin natürlich und da freuen wir uns auf jeden Fall. Und dann kann man eben mal quatschen. So, was macht dein Lüfter, Markus? Ja, der ist schon wieder gerade mittelmäßig laut. Nee, ich habe heute nur ganz kurz mit dem Office gesprochen. Da ging es halt um die Messe und deswegen bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Und es ist immer spannend bei uns. Und von daher, ich bin auf jeden Fall da. Der Dirk ist da. Und ob wir da gemeinsam auf irgendeiner Bühne stehen oder irgendwo traden oder irgendwo Vorträge halten. Ich bin für Opfer alles offen. Ich freue mich, egal wie, mit euch zusammenzukommen. Und von daher, ja, also das vielleicht jetzt erstmal dazu. Ansonsten, Dirk, du noch irgendein Schlusswort? Ich habe jetzt von meiner Seite nichts mehr zuzufügen. Markt ist erstmal ruhig. Und wie gesagt, meine Gedanken habt ihr ja gehört. Dirk hat ein paar schöne Trades am Ende abgesetzt, sodass zumindest auch ein schöner Profit dabei rumgekommen ist. Und alles andere wird sich in den nächsten Tagen zeigen und ergeben. Gehen wir nochmal ganz kurz hier auf Euro auf. Ja, der ist gar nicht bis unten gekommen. Und erstmal relativ ruhig alles. Somit, ja, Dirk, dir erstmal vielen Dank für das tolle Event. Ein bisschen improvisiert heute, aber es hat funktioniert, auch wenn dann eben mein Hubschrauber hier öfter mal gestartet ist und deine Stimme ein bisschen lidiert, aber wir haben es ja geschafft und von daher freue ich mich darüber und beim nächsten Mal dann bin ich auch wieder im Office und dann klappt es dann umso besser wahrscheinlich.
Aber es war doch genau. Gut, alles gut. Ja, ja, vor allen Dingen gut, also auch danke nochmal von meiner Seite, dass du es hingekriegt hast, ne? Weil ihr müsst euch vorstellen, irgendwie vor 4 Wochen kam der Markus und hat gesagt so, pass auf, du machst das Zinsentscheid, den Zinsentscheid allein. Ich so, what? So, tu mir das nicht an. Und so, ja, musst ja nur hier so ein bisschen, ne, da die Zahlen, die Tabellen und kriegst schon hin. Ich so, ey, nein. Das kann nicht sein. Der Markus hat dann jetzt eben seinen Urlaub auch dafür geopfert und das finde ich total klasse, eben das uns mit uns hier gemeinsam zu machen und kann natürlich da auch ganz anders dazu beisteuern, als ich das könnte. Also jeder hat so also sein Spezialfeld halt eben und der Markus hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und da auch einiges Wertvolles dazu beigetragen, was ich in dieser Form auch jetzt, ich will nicht sagen, nee, ich hätte es nicht gekonnt. So, Punkt, aus, Ende. Deswegen Dankeschön von meiner Seite, auch Markus an dich, natürlich auch an all die Zuschauer, aber unser Stargast heute war eindeutig Markus Lüfter. Da gibt es nichts. Ich brauche einen Techniker, schreibt vorhin jemand, ja. Ich habe jetzt zwar noch einen zweiten Laptop bei, aber da hatte ich jetzt den Meta-Trader nicht drauf, der wäre wahrscheinlich leiser gewesen, aber egal. Alles gut. Dirk, dir vielen Dank, euch vielen Dank. Wir hören uns gerne Freitag nochmal kurz per Stream irgendwie oder Donnerstagabend und dann nächste Woche ist wieder alles wie gewohnt. Da haben wir, glaube ich, auch schon wieder Zeit nach einem Webinar zusammen, glaube nächste Woche schon wieder, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, genau. Ja. Okay, macht's gut, bis dahin euch nur das gut. Beste, euer Markus und Dirk. Ich muss jetzt Dirk sagen. Ciao, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao, danke. JFT, just fair and direct.